in Taiwan. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. In der heutigen Folge übernehmen zwei junge Gäste das Mikrofon. Ich darf sie herzlich willkommen heißen. Einmal Julie, die seit 4 Wochen in Taiwan mit ihren Eltern reist, und einmal Sophie, die seit 5 Jahren in Taiwan wohnt. Die beiden jungen Damen haben sich schöne Fragen überlegt und werden sich gegenseitig interviewen. Ihr zwei, stellt euch doch einmal vor, wie alt seid ihr und wo kommt ihr ursprünglich her? Hallo, ich bin Sophie und ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland, aber wie gesagt, ich wohne schon seit 5 Jahren in Taiwan. Hallo, ich bin Julie, ich bin 12 Jahre alt und habe den Sommer hier in Taiwan verbracht. Und nun übergebe ich euch das Mikrofon und wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen mit Julias Fragen an Sophie. Was war schwer bei der Eingewöhnung hier in Taiwan? Ich glaube, am schwersten für mich war die Temperatur, also dass es super warm hier war. Das war sehr ungewohnt für mich, weil in Deutschland ist es ja eher kälter. Und hier ist es ja oft im Sommer halt so 35, 36 Grad, also nochmal 10 Grad wärmer. Und das war schon schwer für mich. Da es aber überall Klimaanlage hier gab, war es nicht so schlimm zu Hause oder halt so. Aber halt, wenn man draußen unterwegs war, war es wirklich, ich bin so fast gestorben. Was hat dir denn am Anfang hier besonders gefallen? Mir hat am meisten, glaube ich, der Strand gefallen, weil in Deutschland gibt es ja keinen Strand. Und sonst musst du halt da so mehrere Stunden hinfahren zum Strand. Und hier konnte man einfach so in einer Stunde zum Strand fahren. Das war sehr cool. Und halt, hier gibt es so viele Berge und Wander. Ich bin nicht der größte Wanderfan, weil in Taiwan gibt es oft Wanderwege mit Treppen. Und es ist sehr anstrengend, weil die Treppen sind noch alle unterschiedlich groß und so. Aber wenn du super gerne wandern magst, dann komm nach Taiwan. Die Berge sind sehr schön. Ja, das ist cool. Und welche Dinge gefallen dir besser an Taiwan und welche besser an Deutschland? Wie gesagt, die Temperatur auf jeden Fall und auch die Natur. Halt in Taiwan ist sehr viel Natur, die Häuser auch. In Deutschland ist alles irgendwie so, ich sag nicht modern, ich sage aber auch nicht altmodisch, aber einfach anders. Und eigentlich mag ich alles an Taiwan mehr irgendwie. Du bist ja in einer europäischen Schule. War es deshalb leichter für dich, sich dort einzugewöhnen, weil nicht nur alle Chinesisch gesprochen haben? Es war super gut, weil ich konnte halt natürlich kein Chinesisch, als ich hier hingekommen bin. Und halt, ich bin in der deutschen Sektion, also da sprechen alle halt Deutsch. Und ich habe schnell Freunde gefunden und ich konnte mit den allen Deutsch reden. Und das war sehr gut, also hat mir geholfen. Cool, okay. Und fallen dir denn auch Unterschiede zwischen deiner und einer deutschen Schule auf? Ja, ich weiß zwar nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber hier in Taiwan haben, also in der europäischen Schule, haben alle so Computer. Ab der 5. Klasse müssen wir halt einen Computer haben, aber halt von der Schule ausgeliehen. Und wir dürfen es nicht nach Hause mitnehmen. Dann ab der 6. Klasse müssen wir alle einen Computer kaufen. Ich weiß zwar nicht, wie es in Deutschland ist, aber halt in Taiwan ist oft auf alles auf Computer. Also wir müssen halt Hausaufgaben auf dem Computer machen und in der Schule müssen wir auch auf Google Docs schreiben und halt anstatt dann so Arbeitsheft zu schreiben, müssen wir halt auf dem Computer schreiben. In Deutschland, also ich rede jetzt nur von meiner Schule, wir müssen ab der 7. Klasse einen Computer besorgen und vorher arbeiten wir wirklich noch sehr viel auf dem Papier. Würdest du Taiwan allgemein als ein eher moderneres oder altmodisches Land bezeichnen? Das ist eine sehr schwere Frage zu beantworten und eine sehr interessante Frage, weil wenn man hier nach Taiwan kommt, sieht man sehr viel so moderne Hochhäuser, oder? Mhm. Aber man sieht auch super alte Häuser. Oft sind auch die alten Häuser von innen dann modern, aber ich würde sagen, die Frage kann man nicht wirklich beantworten, weil es ist modern, aber auch nicht modern. Wenn man halt aufs Land fährt, dann sieht man halt super alte Häuser, wie die früher gelebt haben. Und das ist schon sehr anders als so ein 20-stöckiges Hochhaus oder so. Und fällt dir auch auf, dass mehr Gebäude in Taiwan modernisiert werden? Ja, schon. Also halt bei uns, da um die Ecke, da wurde gerade ein neues Hochhaus gebaut. Das ist jetzt fertig. Ja, also hier werden schon Häuser abgerissen. Es gibt auch manchmal so Viertel, wo wirklich so alle Häuser abgerissen werden, dann nur moderne Hochhäuser hingebaut werden. Also ich finde so ein modernes Gebäude cool, aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil irgendwie diese alten Häuser, irgendwie das passt halt zu Taiwan, zu der alten Kultur. Und ja, wenn alles so Hochhäuser ist, dann ist es auch ein bisschen langweilig.
irgendwie. Mhm. Was sind bisher denn deine Highlights hier in Taiwan und was kannst du auch weiterempfehlen? Jeder, der gerne wandern mag, dem wird sie sehr gut gefallen, weil es gibt super viele Wanderwege, auch ohne Treppen. Es gibt so richtig krasse, wir sind einmal letztens auf so einen gegangen, es hat zwar super stark geregnet und da musste man wirklich so an sich so an einem Seil festhalten. Sonst fällt man runter, weißt du noch? Ja. Und das war so wie ein Abenteuer und halt, wenn ihr gerne Abenteuer mögt in den Bergen oder sowas oder halt auch einfach so, ich sag mal, gefährliche Wanderrouten, empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr den Strand mögt. Also ihr könnt doch ein Haus am Strand haben und dann seid ihr vielleicht in 10 Minuten beim Strand oder so. Und auch, aber wenn ihr denkt so, ja, aber ich mag gerne so drinnen bleiben und shoppen und so, dann wird es euch auch gefallen, weil es gibt super viele Shopping-Malls hier. Vor allen Dingen die 101 Area, da gibt es so viele Kaufhäuser. Also jeder, der shoppen liebt, ich würde den auf jeden Fall empfehlen, dahin zu gehen. Was würdest du einem deutschen Kind in deinem Alter, was neu hierher gezogen ist und sich noch nicht so gut in Taiwan auskennt, denn raten? Also wenn, ist es auch ein deutsches Kind? Ja. Ich würde dem Kind auf jeden Fall sagen, wenn sie oder er die Chance hat, Chinesisch zu lernen, lern Chinesisch, weil das wird dir so viel helfen. Manche können auch Englisch hier, aber halt zum Beispiel in einem Restaurant gibt es dann so eine chinesische Speisekarte und der Kellner kann nur Chinesisch. Was kannst du denn sagen? Du kannst vielleicht sagen, so mit dem Finger so eins zeigen oder so. Aber ich würde auf jeden Fall Chinesisch lernen und wenn ich diese Person wäre, ich würde auf jeden Fall was über die Kultur lernen und auf die europäische Schule gehen. Aber ich kenne eine Person, ein Bruder von meiner Freundin, als er hingekommen ist, er konnte kein einziges Wort Chinesisch, aber jetzt kann er fließend Chinesisch, weil er auf eine chinesische Schule gegangen ist. Also wenn du wirklich Chinesisch lernen willst, dann würde ich auch empfehlen, auf eine chinesische Schule zu gehen auch. Ich glaube, am Anfang wird das super schwer sein, aber wie gesagt, er konnte danach fließend Chinesisch und schreiben und so. Also ja. Und ich glaube, so viel wie möglich so Sehenswürdigkeiten sehen, weil dann kann man, also so über Taiwan lernen, weil das ist schon sehr cool, weil die Kultur hier ist sehr spannend. Haben dich die Menschen hier oder auch deine Familie hier denn eher gut aufgenommen, also sich um dich gekümmert hat oder so eher so ein bisschen so, man muss da so allein durchkommen mehr so? Meine Familie? Ja. Oder generell einfach alle Menschen, die hier, also? Alle Menschen, mit denen du zu tun hattest. Ah, okay. Also ich und meine Familie sind erstmal in den Urlaub hier gefahren. Und da habe ich bei meiner Großtante gelebt. Sie hat uns sehr viel geholfen. Am Anfang, ich mochte das Essen überhaupt nicht, aber meine Familie hat dafür gesorgt und hat herausgefunden, was für Essen ich mag. Also die haben mir schon geholfen, dass ich mich hier eingewöhne und dass ich auf jeden Fall halt Sachen hier mag. Und auch die Schule war gut, weil die konnten alle Deutsch. Ich habe schnell Freunde gefunden, die auch hier schon länger in Taiwan leben. Also die konnten mir halt auch Sachen sagen über Taiwan. Ja. Und die Leute sind auch nett hier? Die Leute sind auch nett hier. Ja. Also ich konnte am Anfang kein Chinesisch, aber manche können auch Englisch und eigentlich, wenn man jetzt auf der Straße jemanden anspricht und nach irgendwas fragt, also eigentlich sind alle nett hier und antworten dir und versuchen dir auch zu helfen und die finden es immer, wenn man dann so ein Wort oder so Chinesisch kann, dann sind die immer ganz begeistert, so, oh mein Gott, dein Chinesisch ist ja so gut und so. Ich so, ich kann aber nur ein Wort. Die so, ja trotzdem und so. Also die sind alle super nett hier und unterstützen dich, egal. Also halt, wenn du Hilfe brauchst und so. Wenn es ein Lied gäbe, Taiwan zu beschreiben, welches Lied wäre es? Mir fällt gerade nur ein chinesisches Lied ein, und zwar das Lied Ganlan Shu. Das heißt Olive Tree, Olivenbaum. Und ich verstehe zwar eigentlich nichts, aber ich mag das Lied irgendwie voll gern. Und halt, auch wenn du in den Tempel gehst, und dann hörst du auch oft so, wie die so chinesische, traditionell chinesische Musik spielen, oder? Ja. Und halt sowas halt auch, weil ich finde diese Musik cool. Okay, danke schön. Danke schön, dass du mich interviewt hast. Hallo Julia. Hallo. Wie lange bist du jetzt schon in Taiwan und wie gefällt es dir hier? Also ich bin jetzt schon 4 Wochen in Taiwan und mir gefällt es hier sehr gut. Das Essen ist toll und die Natur ist wirklich beeindruckend. Ja, und ist auch einfach toll, du kannst in einer Stunde zum Meer und das hast du halt so in Deutschland nicht. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Und was war dein erster Eindruck von Taiwan? Der erste Eindruck war, glaube ich, als ich aus dem Flughafen ausgestiegen bin, oh mein Gott, ist das heiß hier. Weil ich bin halt mehr so kältere und
regnerische Temperaturen gewöhnt. Und das war dann schon so ein bisschen so, wow, so krass heiß. Aber man gewöhnt sich wirklich dran. Es gibt ja auch viele Klimaanlagen, also ist okay. Ist dir sofort etwas aufgefallen, was hier in Taiwan anders als in Deutschland ist? Ja, ein paar Sachen. Einmal, hier gibt es halt sehr viele Motorradfahrer. In Deutschland halt eher nicht so. Der Verkehr ist auch so ein bisschen so wilder, sag ich jetzt mal. Und natürlich die Temperatur, ja. Es ist in Taiwan irgendwie so tropischer irgendwie, hat man so das Gefühl, wenn man so durch die Stadt läuft irgendwie. Also jetzt nicht durch die Shopping Center, aber trotzdem, finde ich. Also es ist irgendwie so eine andere Atmosphäre. Würdest du sagen, dass die Menschen hier anders sind? Ja, also ich finde die Menschen hier ein bisschen so höflicher. Also natürlich nicht alle, aber ein Großteil, den ich jetzt gesehen habe. Und ich glaube, dass die Menschen sich auch so ganz gut um Ausländer so kümmern oder so, weil einmal, da standen wir auch einfach so, also ich und meine Eltern auf der Straße und es sah so ein bisschen hilflos aus und dann kam direkt jemand und hat so gefragt, was los ist. Das ist auch sehr süß. Und auch wenn manche Leute halt wirklich kein Wort Englisch sprechen, trotzdem, glaube ich, versuchen die meisten so, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern. Das ist sehr schön eigentlich. Wie findest du das Essen hier und hast du ein Lieblingsessen? Ich liebe das Essen hier. Ich glaube, mein Lieblingsessen sind Xiaolongbao in dem Restaurant in Taifung. Ja, die liebe ich. Wenn du Taiwan mit Deutschland vergleichst, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede fallen dir auf? Halt natürlich, die Natur ist ziemlich anders hier. Ja, tropischer halt und es gibt hier halt auch einfach Tiere, so die du in Deutschland halt nicht so einfach jetzt im Wald sehen würdest. So zum Beispiel, hier gibt es halt Schlangen und dafür glaube ich jetzt keine Rehe irgendwie. Natürlich, das Essen ist hier halt sehr unterschiedlich. Ja, klar, die Sprache, die Temperatur. In Taiwan gibt es ja viele moderne Häuser, aber auch alte Häuser. Würdest du sagen, dass Taiwan eher ein modernes Land oder ein älteres Land ist? Also nicht modern. Also das ist eine schwere Frage, weil, wie gesagt, es gibt halt viel moderne Gebäude, aber auch wiederum sehr altmodische Gebäude. Ich würde eher sagen, dass Taiwan schon modern sein kann, ziemlich modern, aber halt auch altmodisch, aber ich glaube eher ein bisschen mehr modern. Aber es kommt, glaube ich, auch aufs Viertel an. Was war dein Highlight in Taiwan? Also halt irgendein Ort oder einfach generell? Ich weiß nicht, es waren sehr viele tolle Sachen hier. Zum Beispiel, wir waren jetzt schon 2 oder 3 Mal wandern, glaube ich. Und das ist halt einfach toll, halt die Berge hier. Das ist halt schon so ein Erlebnis, wenn du auf dem Gipfel stehst. Aber auch der Strand ist halt wirklich sehr schön. Und das Essen, ja. Ach so, genau. Es gab so eine Goldgräberstadt, Jiufen. Da fand ich es auch mega schön. Da gab es halt so ganz viele verschiedene Läden, also an der Straßenseite. Und mit den Laternen, das war sehr schön. Und vor allem, wenn du dann irgendwie so in einem Café sitzt abends und so die Aussicht so hast, das ist schon wunderschön. Und was hat dir in Taiwan nicht so gut gefallen? Also jetzt nicht, wo du einfach warst oder so, aber halt einfach so generell, was gefällt dir in Taiwan nicht so? Halt die Temperatur, weil es ist für meinen Geschmack zu heiß. Ja, die Kakerlaken auch nicht so. Aber sonst eigentlich hat mir soweit alles gefallen, so ja. Also obwohl, natürlich der Verkehr. Wusstest du, dass im August in Taiwan der Geistermonat ist? Was hast du darüber erfahren oder weißt du gar nichts? Ja, das wusste ich. Ich war leider zur Eröffnung sozusagen, wo das Geistertor geöffnet wurde, war ich leider nicht da. Aber also ich weiß halt, die Geister der Verstorbenen kehren halt auf die Erde zurück. Und viele Leute bereiten halt so Sachen für sie vor, wie Totengeld, was sie halt verbrennen, oder Essen oder Unterhaltung einfach. Es gibt auch ein paar Regeln, so zum Beispiel keine roten Umschläge aufheben oder nicht sich umdrehen, wenn man gerufen wird, weil das könnte ein Geist sein. Und manche Geister wollen dich auch in die Unterwelt hinabziehen, also wird so gesagt. Aber das ist, finde ich, jetzt nicht so gruselig gemeint mehr, so ich glaube, weil die Geister sind bestimmt schon allein da unten und deshalb wollen sie halt einfach vielleicht Gesellschaft haben. Und wie sind die Jugendlichen hier so drauf? Sind sie nett? Sind sie so wie in deiner Schule? Oder auf der Straße? Wie behandeln die dich? Also ich hatte nicht so viel Kontakt mit so Jugendlichen. Also so wirklich so Leute, die auch auf taiwanischen Schulen sind, halt habe ich manchmal gesehen. Also halt so sehr so, sie halten sich, glaube ich,
an Regeln und sind so halt sehr höflich und schüchtern vor allem. Ich glaube, weil ich halt Ausländerin bin, in Deutschland sind die halt eher so ein bisschen grober und ja, jetzt nicht so nett, manche. Aber ich glaube, wenn man die besser kennt, ist es eigentlich gar kein so großer Unterschied. Gibt es etwas Besonderes, das man wissen sollte, bevor man nach Taiwan fährt? Speziell für Kinder oder halt Jugendliche und Erwachsene? Also auf jeden Fall auf die Temperatur vorbereitet sein, damit man davon nicht überrascht wird. Zu deiner Antwort jetzt, erklär mal für die Leute, die jetzt in Deutschland leben und die gerne nach Taiwan kommen wollen, was meinst du denn mit Temperatur? Also was müssten die denn wissen über die Temperatur? Einfach, das Klima ist einfach sehr, sehr heiß. Also ich bin ja auch jetzt im Sommer hier, aber ich glaube, es ist schon allgemein eher so um die 20, 30 Grad. Das ist halt auf jeden Fall eine große Veränderung. Man sollte auch, Wunden sind in so tropischen Ländern heilen ja auch langsamer, auch wegen der Temperatur. Und deshalb sollte man da auch ein bisschen vorsichtig vielleicht sein. Wenn es ein Lied gäbe, Taiwan zu beschreiben, welches Lied wäre es? Also ich kenne jetzt leider nicht so viele Lieder, die das, glaube ich, beschreiben können. Aber ich kann mir vorstellen, dass so traditionelle Musik, die vielleicht auch so in Tempeln gespielt wird, schon halt die Kultur hier beschreibt. Und ja, dann würde ich so etwas nehmen. Und jetzt die letzte Frage. Könntest du dir vorstellen, in Taiwan zu leben? Bitte begründe deine Antwort. Ja, ich könnte es mir vorstellen. Einerseits, weil halt meine beste Freundin, also du, hier lebst. Und yay, die Temperatur ist natürlich eine Umstellung, aber man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Das Essen ist hier super, finde ich. Und ich weiß ja auch, hier gibt es eine europäische Schule, wo ich ja auch Deutsch sprechen könnte. Und dann wäre auch das leichter, als wenn ich jetzt auf einer chinesischen wäre. Und deshalb, ja, ich könnte es mir auf jeden Fall schon vorstellen. Und ich hätte auch ein bisschen Lust, ja. Danke für all deine tollen Antworten und danke, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss hören Sie das Lied Ganlan Shu, Olivenbaum, das Sophie genannt hat, weil sie es mit Taiwan assoziiert. Es stammt von der taiwanischen Sängerin Qi Yu und wurde 1979 veröffentlicht.